jeder einer willkommen hier. Und wir wollen von der anfangen mit Jake Peitasch von Las Coweas. Wir wollen so Thema bringen von die Gemeinde als Leib, wo Christus das Haupt ist. Und ich würde gleich mit Ihnen auch zum Beten nach dem Anfang, und wir wollen die Tee geben. Himmlische Vater, wir danken dir für diese Zeit, wo du uns geben hast. Wir danken dir für das Wahre, dass du der Einer bist. Und wir danken dir, dass du das alles in Kontrolle hast. Und so danken wir dir auch, dass du diese Meeting in Kontrolle hast, wo wir alle top kommen und mehr von dir, Herr Jesus, lernen, von deinen Geist. Und Herr, ich bete besonders für Jake Peitasch, dass du ihm was erfallen mit deinem Geist, mit der Wahrheit. Und Herr, dass wir mehr sein können, wo wir können, nur aus einer Brut für dich sein. Wenn es wie weiter du hast, mal ein Körper, wo du das Haupt bist. Und wir sind die Glieder da und lehren uns, wo wir können uns Glieder an deine Gemeinde schaffen. Herr Jesus, ich bete für uns alle, die uns was offene Worte geben, partierische Gefühle losloten und wirklich nur dein Wort horchen, was du zu bringen hast. Und im Namen Jesus, Amen. Jesus, soll dir sein Wort, das Thema geht um die Gemeinde, wie Jesus Christus das Haupt ist. Ich kriege diese Botschaft, die ich mir gewählt habe, als ich rot die Lehre von Jesus Christus als Haupt, aber wir sollen mit der Tempel in der Welt mit an. Ich habe da eine Botschaft gewählt, was der praktische Part ist von der Gemeinde, nämlich aus dem Vers, was wir finden in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da werden wir nun uns mal bekicken. Das ist der ganz erste Vers, was wir finden, wo die Gemeinde anfangen dort, das im Kontext so vorher wird davon beschrieben, wo die Gemeinde anfangen und so wieder. Und hier, das Vers, der wies uns bloß ganz praktische Dinge, was sei aus Gemeinde deuten, was mir so sieht, was von der auch eine sehr praktische Anwendung ist für unsere Gemeinde von der. Also die Vers, die sei existiert. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und ich habe hier viel wieder dunkel gemerkt, ein Boldprint gegeben. Und diese viel wieder sind unser Haupt wieder von der und dieser Ansprache. Also erstens werden wir mit bekennen, was bedeutet Beständigkeit. Das zeigt nur, sie bleiben beständig. So beständig dort bedient, beständig blieben. Ich lese das Wort, wie immer einmal. Ich lese, wir haben was Erkenntnis dafür. Was braucht es, um beständig zu bleiben? In ein verschiedenste Wörter habe ich hier, was das Wort beständig blieben erklären dann. In ein S kriegt fortwährend. Also das meint, wenn wir einmal angefangen haben, dann hier wir nicht habt damit. Dann bleiben wir beständig, dann dürfen wir das bloß immer wahr, wir bleiben dabei. Oder wir meinen das einfach ernst, sonst ist das nicht eine gleichaltige Sache. Wenn uns irgendwo mal einmal gleichaltig wird, na, dann waren wir ein Dünnste immer und wir geben ab damit. Nicht so? Oder ausdauernd, ja, das ist bloß noch ein anderes Wort für fortwährend, dass wir bleiben anhaltend, wir geben nicht ab damit. Und flittig. So, das war beständig bleiben, das geht nicht ohne Flied unterwandern. Wir brücken immer weiter ans Unterstrehen, das ist nicht nur einfache Sache, beständig bleiben, ist nicht leicht. Und wir haben Wort reut, wir holen Wort reut. Also das meint, wir kicken am Verrückt, Wort, wo wir brücken, Wort, Wort uns fehlen als Gemeinde, Wort für Vorbereitung und macht, wir merken, zum dort wie ein Ding kann beständig bleiben und ganz besonders der Feierding, was wir uns wieder wollen bekicken von dort. Also die Hauptpunkte von der sind beständig in der Apostellehre, beständig in der Gemeinschaft. Das heißt, sie bleiben beständig in dieser Ding. Und beständig im Brotbrechen, beständig im Gebet. Das sind feierliche Grundlagen für eine Gemeinde, was wir von der
sehr praktisch anwenden können und auch sollen. Ich glaube, in der Gemeinde wird ein Eint von dessen mangelhaft ist, das bedient bloß das, was eine Schwachheit. Also erstens, beständig in der Apostellehre. Was bedient dort? Also das ganz erste Mal, wo das Wort Lehre verkündet, also im Griechischen Didache, dort ist Krack in des Fars. Die Bedeutung für das Wort Lehre, oder Doctrine, Doktrina, dort kommt bis Krack das erste Mal hierher in dessen Fars. Na, ist dann euer gleich die biblische Lehre gelehrt worden? Ja, ich glaube, so wie das dort ist, was die Bibel dann entwickelt wird, und dort das Wort aller Gott wohl gefährlich gelehrt. Und aber hier fängt eine ganz besondere Lehre an. Die Lehre von der Gemeinde und die biblische Lehre ab dort. Und dann, wo Jesus das Wort das erste Mal gebracht hat, dort finden wir in Matthäus 7, Vers 28, wie soll wir sagen, dass wir, wenn das diese Lehre hier auch in Apostelgeschichte anfangen, dass Jesus hat über das Selge all gebracht, als er hier beirrt wird. Und das ist Matthäus 7, 28. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Also er hat vor dem, in dem Kapitel, wo wir fingen, über verschiedenste Dinge, was er lehren deut, und das Volk horcht aufmerksam zu, und das wollen sie dort verstehen können. Und sagt, sie entsetzten sich. Sie verschrotten sich über diese Lehre. Woran? Denn er predigte gewaltig. Also mit Vollmacht. Er mit einer Autorität. Und nichts ist die Schriftgelehre. Na, wo lehren die Schriftgelehre? Die Schriftgelehre, die Leute, die Pharisäer, die haben sich 613 Gesetzen abgemerkt für das Judentum. Was sei besiegt, dem Wort Gottes, also besiegt Mose, besiegt Propheten, besiegt Psalmen, was sie tätig haben, abgestellt haben, was sie glauben, was sie so reich sind. Also, wir sind ein eher Vergang, das sei das Deuten, kriegt das Elde, was wir von der schon dafür mal sein. Der Mensch ist mal einmal geneigt, er will unbedingt ganz, ganz reich, und dann geht er über Bord mit seinen Dingen, ist dort und merkt sich seine menschliche List von Dingen ab, was er glaubt, was er so reich sein wird, wenn sie wollen, ganz vollständig reich für Gott leben. Dort liegt wieder Ziel dabei, in ihre 613 Gesetzen, was sie besiegt, dem Wort Gottes abgemerkt haben. Und dann sagen wir mal einmal, dann geht der Fokus, geht ab dort und steht ab der Lehre vom Wort Gottes. Und dann ist dort eine Auflenkung, das ist ein Aufweichen von der Wahrheit. Die Bibel, die braucht gleich zusätzliche Lehren, man sagt von besiegt, Biestalt Lehren, wenn die Bibel erklärt sich selbst. Wenn wir einfach nicht verstehen können, irgendwo was nicht begriffen können, wo ist das gemeint, dass wir wieder wie ein Wort nennen studieren, fangen wir das immer wahr, hier und da sind alle wen Grundlagen, das sind Grundlehren, was eins und das andere erklären wird. Was meint das hier, wenn Jesus sagt, dass er predigt gewaltig? Na, als dort wird von der ersten Tag, was Prediger schon mal einmal glauben, dort, wenn sie mit einer sehr lüde, ernste Stimme würden predigen, als dort gewaltig predigen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, woran die Geneigtheit von Menschen mit einmal so ist, dass er mit einmal glaubt, wenn er nur, weil er den Menschen mal was beibringt, dann macht er ganz besonders sehr lüd und ernst, macht er nicht mehr reden. Dort, dass wenn er mit dort will sein, dass die Menschen dort mal ändern wird. Und ich will gleich sagen, dort nicht machen wird. Aber ich lerne es nicht mit Stimmton zu tun, aus den Menschen dort zu halten, die hat er nicht. Dort ist das Wort. Also, ihr wollt dich predigen, der Jesus. Also, er hat eine Macht, er hat eine Autorität. Und das ist dasselbe, was wir von der Brücken tun, das ist gleich der Plus, Jesus, das kann tun. Er hat uns, aus deiner Wut, hat er auch eine Autorität gegeben, dass wir das Wut lehren können. Und nicht bloß die Predigt. Irgendwer, wer mit dem Wut Gottes angeht, er reicht damit an, er bringt das an Menschen an,
ut leven ut vom Horten. Na, es hat da nicht mit einer Autorität, es hat da nicht mit einer Vollmacht, dass er das um Mensch non bringen kann. Also dort meint dann, dass es acht, dass es unverfälscht, dass es so aus das Wort sein wird. Nächster Vers ist Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen, sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also das selbe Wort für Gewalt, ich meine die Autorität. Jesus hat die alle Gewalt, hat alle Autorität gekriegt. Der hat Gott am Evangelium. Gott hat sie sehen, die Autorität Evangelium von der Gemeinde. Du wirst mal ein Mann, der vertraut, dass er auf seinen Arbeiter all seine Arbeit, auf seinen Arbeiter all seine Sorgen übergibt. Rein alles. Er braucht sich um nichts mehr kümmern. Alles auf seinen Arbeiter übergibt. Na, fragt der andere den, na, was tut's denn dann? Oh, sagt er, dort hat ihm auch übergibt. Also Gott hat sie sehen, auch alles übergibt. Was an Gewalt und Autorität über die Gemeinde anbelangt. Also er hat einfach Hand gesagt, aus dem Haupt, aus den Regierungspunkt von der Gemeinde. Und von dort soll diese Lehre mit Gewalt gepredigt werden. So die Lehre an die Vendelsche Gemeinden, wo soll die sein? Wenn wir da ein bisschen an Einzelheiten denken, wie kann es nicht sein, die Lehre soll mit Autorität und mit Gewalt gepredigt. Na, wo soll die dann sein? Wenn wir das alle an den Level nennen, dann, was wir da alle verstehen können. Also erstens beständig eine Grundlehre. Die Bibel, die hat verschiedenste Lehren, was die Lehren, was ab Grund gehen, was eine Grundlehre ist, wo nicht das, was bei Rüth kommt, oder nicht anders auszuleihen oder zu dienen geht, als was die Bibel selbst sagt. Zum Beispiel, eine Grundlehre über den Glauben. Eine Gemeinde soll ganz fast lernen, was ist ein biblischer Glauben. Was ist die Grundlehre über den Himmel? Was sagt die Bibel über den Himmel? Oder über die Hölle? Was lehrt die Bibel über Wehrlosigkeit? Was lehrt die Bibel über Einsetzungen der Gemeinde? Verschiedenste Ordnungen, was wir haben in der Gemeinde. Was lehrt die Bibel über so ein Ding? Oder was lehrt die Bibel über die Endzeit? Und du sagst noch eine ganze Reihe mehr. Also es ist wichtig, dass wir nennen, besonders als Anlehrer in der Gemeinde, so wie du in der Kirche, dass die Grundlehre von der Gemeinde waren überläuft, nur die Glieder in der Gemeinde, dass sie ein Verständnis haben, dass sie einen Begriff kriegen, was ist eine Gemeinde? Ganz besonders, ja, was ist eine Gemeinde? Woran ist Jesus Christus das Haupt? Von der ersten Tag eine Gemeinde, die soll mit Autorität gelehrt werden. Also dann können wir nicht mit unsere eigenen Meinungen dabei nehmen oder das Wort verfälschen oder allegorisch dienen. Da wir mal ein, was mein Dad vertraut mir von einem Prediger, der hat mal gesagt, die Lehre von wo Jesus sagt, dass die, wo die Jünger sich selber in der Feuer waschen, sagt, der kriegt das ein Kind, das getan hat, so sagt die Jünger ein anderer, ich habe ein Beispiel gegeben. Der Prediger hat gesagt, dort Beispiel da, was Jesus die Gänge gegeben hat, dort wie in der Feuer sparst. Na, dort ist allegorisch gedicht. Du das Wort rücknehmen, aus was es sein wird. Ja, und es ist dort, wo wir kennen, mit einmal Geschichten nehmen mit der Bibel. Zum Beispiel die Geschichte von den Samariter. Da wird wie mit einmal kennen, die alle verschiedensten Personen, eine ganz andere Person zuschreiben. Vielleicht eint es Jesus, eint es wer immer. Aber du musst eine ganz andere Lehre beleihen, als was es wirklich sein wird. Dort ist eine allegorische Diedung. Und dann ist dort eine Verfälschung. So wie man versichtig sein, dass wir nicht mit einmal wollen hinter dem Teigskrüben und durch eine jässliche Diedung von merken, wo es nicht sein wird. Also wir dürfen nicht unsere eigenen Meinungen predigen. Na, soll wir dann schon mal sein, was ich persönlich darüber denke? Ich glaube, das darf getan werden, aber mit Versicht und nicht dort behaupten, dass diese Meinung, was ich habe, dass wir dort immer betonen, dass das ist die Lehre. Wenn die Bibel hat, bloß eine Lehre.
wir kennen Umwandlungen mehr. Viele Umwandlungen mehr, und der wie von den verschiedenen, von Elia. Aber Elia ist einmal eint. Wir sollen so predigen, dass die Menschen, unsere Tauhörer, dort verstehen können, was da gepredigt wird. Wir haben so viel mal gehört, dass der irgendwo der Wort eine Predigt vorgebracht und die Menschen sagen, dass sie weit nicht, was gebracht ist. Und wenn wir das Wort lernen, dann sollen wir motivierend lernen und nicht manipulierend. Wenn wir motivieren, dann sollen wir so reden, dass der Mensch bewegt wird, das Wort zu leben. Dann sollen wir das nicht so über den Konsul bringen, dass er manipuliert wird, also dass er durch Hand geschwängelt wird, dass er sich bemusst fällt. Das ist nun, was nun gesagt wird, das ist das Mord, wie das nicht tun, also ich will er nicht. Nur das Wort Gottes, das soll durch Hand geleicht werden, in den Gebreten sein, in den Gebreten Geist, das ist dort, nehmt euch Gebrauch von. Wenn das Wort Gottes, Jesus sagt, hey, ist das Wort, und er sagt, hey, ist das Leib. Wenn wir nur das Wort nehmen, und wir wollen das überleben, nur die Versammlung, und sagen, das macht ihr nicht tun, dann dürfen wir manipulieren. Ja, wir können nicht ernt merken dort tun, manchmal ist es vielleicht gut, wir tun ein bisschen proben, Druck unterleihen, aber weißt du was, wir können niemals mehr Druck unterleihen, als was Leib dort. Lass wir irgendwo ein diesen Ausdruck. Wir können niemals Dollar wem wo Hand schieben, als was wir an den Strang schieben können. Weil dann, wenn wir irgendwo am Strang haben, bloß das sei aus dem Strang dort den schieben dort. Dollar können wir nicht. Wenn 1. Korinther 13 lehrt uns, Leib dort nicht mit Gewalt. Na, wenn wir Gewalt nicht predigen, was ist das denn? Na, wir tun das mit Autorität. Aber so viel als was läuft, wenn das wirklich in einem Leib, in einem Gebreten Jesus kommt, dann wird das motivieren. Dann wird das nicht manipulieren. Wir sollen mit Klarheit und ohne Zweifel predigen. Manchmal denke ich, wo wir vielleicht einmal gehört haben, dass ein Prediger sich ansicher fällt mit was er bringt. Er hat ein bisschen eine Ansicht davon, dass er Gott verachten nicht, wenn er so gut tut, dass er kann. Aber wir sollen uns so im Wort studieren, dass wir dort, was wir verbringen können, dass wir dort mit einer gelotenen Klarheit und ohne Zweifel tun können. Sicher wird ein Prediger zweimal vielleicht alles verbringen, wo er sich ganz überzeugt ist, aber dann darf er das sein. Denk mal, das ist so, wie das ich das verstehen kann, und wieder lud ich das in Openheit. Wenn das mal einmal anders ist, dann lud wir das in Openheit. Wenn das lud dann mal einmal deutlich klar wird. Aber wir sollen nicht mit einem Zwiebel oder mit einem Fleisch durch predigen. Das ist dort das, die Lehre, die Apostellehre, wo dort möglich merken. Und ich denke, wir sollen zeitgemäß tun es aus, was die, wir haben manchmal Jahreszeiten, wo wir uns was nur rechnen, was wir für Träume schwer bringen und so wieder. Oder eben auch, weil von der auch, ich glaube, wenn wir von der predigen würden über Jesus in Warakum, über die Endzeit, dort ist von der noch viel Dollar zeitgemäß, als es etwas gewesen ist. Bet da noch, das kann ja wie es gehen, die Zeit, das kann mit einmal in der Zeit, wo wir beinahe leben. In den Umständen, wo die Welt drehen wird und so wieder. Zweitens, die Beständigkeit in der Gemeinde, das beständig in der Gemeinschaft. Beständig sein in Gemeinschaft aus Gemeinde. So das Wort Gemeinschaft, das griechische Wort, das Koinonia, dort kommt in dieser Bedeutung auch hier zum ersten Mal her. Diese Art Gemeinschaft, das ist hier, was nicht, was hier anfangen soll. In den Römer 15, 26, du habe das Wort Koinonia, dort bedient du eine gemeinsame Gabe. Also ich habe mir das abgesagt, wo das Wort Koinonia gebraucht wird, und dort hat verschiedenste Bedienungen, und aber dort bedient alle wen eine Gemeinschaft in verschiedenste Hinsichten haben. Also du hast es, du wird eine Sammlung gemerkt für eine Steuer, wo Paulus anstellen soll, und
Du hast eine gemeinsame Gabe. Sei dein aller Taub, wo Taublein eine Sammlung merken, dem sagst du mit halten. Also diese Gemeinschaft hier, die geht jässlich und natürlich. Diese Gemeinschaft, das meint nicht, dass wir, wenn wir nicht irgendwo taub sind, dass wir nicht bloß von jässlichen Dingen spazieren. Wir spazieren auch von natürlichen Dingen, aber wir sind uns einig und wir driven wird verweich. Wir tun something. Und dann das nächste habe ich das Wort Gemeinschaft, Koinonia, in Jesus. Gemeinschaft in Jesus. Mit diesem Vers, 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unserem Herrn. Also eine beständige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist nicht auch, ihr nicht taub, weil ihr war trägfuten, nur die Lehre. Da wird beständig lernen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wenn wir mehr wollen lernen, über die Gemeinschaft mit Gott, die drei Johannesbriefe, die dann uns das Seier in Einzelheiten erklären, was Gemeinschaft mit Gott ist. Die drei Johannesbriefe, die lernen uns dort, wo können wir die Gemeinschaft mit Gott kriegen, wo können wir die holen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in die drei Johannesbriefe. Und dann haben wir noch die Gemeinschaft um Obermal. 1. Korinther 10, 16. Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Hier sehen wir diese Gemeinschaft. Das geht auch dass wir den Obermal pflegen dann. Was noch der nächste Punkt ist, das Brot brechen, man ja kommt dort, was hier auch an diesem Falsch kommt. Also die Gemeinschaft im Blut Christi, im Leib Christi, das ist die würdige, eine wertgeachtete, tadellose Teilnahme am Tisch des Herrn. Wir reden viel mehr von, was würdig sein ist. Weil letztes früh ich einmal im Zentrum, früh ich eine Klasse, was bedeutet das Wort würdig? In dieser Antwort, was der Dantje in dir gefallen mir sagte, dann wird gesagt, wird geacht. Okay? Ich dachte, das ist schön, das ist vielleicht nur klar, nicht so? Na, wo weiter ich nun? Ist es nun, als ich mich selbst wird achten, oder als andere mich wird achten, aber warum wird ihr das? Na, ich glaube, das wäre der nächste Wort, der hier vielleicht noch, auch noch was davon erklären, dass wir tadellos sind. Das meint nicht fehlerlos, das meint bloß, was immer ich da, als ich einen Fehler merke oder nicht, ich strebe immer nur, dass ich das Wort reicht. Wenn ich Fehler gemerkt habe, ich was reicht da und so weiter. Dann brauchen wir gleich fehlerlos sein, wir brauchen gleich sinnlos sein, wir sind tadellos, wir sind würdig, um Obermodell zu tun. Wenn ich sage sinnlos, das meint nicht, dass wir uns mit einem bewussten Sinn drum drehen. Das meint bloß so viel, ich erkenne das, ich sehe einen sinnigen Mensch, und aber wenn ich erkenne, dass ich gesündigt habe, dann tue ich immer wahr, was du meinst. Dann mal einmal sehen wir eine würdige Person und diese Gemeinschaft, um ein Modell zu nehmen. Das nächste ist die Gemeinschaft im Wort Gottes. Das war noch dieselbe Bedienung von Koinonia. Nur in Philippa 1, Vers 5, durch das Paulus und Loven, Gott danken für die Gemeinschaft, was sie haben um Evangelium, was sie haben um Wort Gottes. Wo ist unsere Gemeinschaft und unsere Gemeinde um Wort Gottes? Ich denke, wir sollen alle uns einig sein über das Evangelium und Wort Gottes. Wir sollen nicht verschieden denken, dass die Bibel nicht verschiedene Dinge lehren wird. Die Grundlehre soll so viel klar gebracht werden, dass es klar ist, wir denken alle überein über das Evangelium. Und dort kann sein, kriegt eine Versammlung, dass wir Bibelstudium merken, wir stellen Bibelstunden an, wo jemand erst, was sich da ernennen lässt, und lehrt, das Wort Gottes da wieder. Und auch im persönlichen Bibellesen, da habe ich auch Gemeinschaft um Evangelium. Das meint nicht bloß, dass ich nicht taugt, dass ich nicht bloß in der Kirche fahre, und dann sehe ich eine Gemeinschaft mit dem Evangelium. Das bedeutet auch, dass wir das persönlich zur Hand nehmen. Und wo wollen wir das dann so zu den Menschen, die nicht lesen können? Na, die möchten doch wollen, was ich sehe, was sie können. Nächstes kann ihr Partner vielleicht verlesen. Oder sie können irgendwo das Wort Gottes aufhorchen. Irgendwo eine persönliche Gemeinschaft merken mit dem Wort Gottes.
Er hat auch in Familien, er hat kleinere Gruppen, irgendwo die Gemeinschaft um Evangelium, der geht ab so viel verschiedenste Wege zu pflegen. Er hat Gemeinschaft am Mitteilen. Also das Wort Koinonia hier, dort ist auch das Wort mitzuteilen, oder mitteilen beim. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hebräer 13, 16. Also Gemeinschaft und Mitteilen, hier sagen wir dort, das geht auch eine natürliche Hinsicht an. Dort die natürliche Gaben, dort ist auch eine Gemeinschaft, wo wir uns einig sind, wir haben die Kurs ob für das oder für dort oder bloß für Almosen, und dort ist eine Gemeinschaft mitzuteilen, wo ein Port ist von der Gemeinde, was eine Pflicht ist, was eine Abgabe ist, was wir hier sein können, wenn wir die Lehre nehmen dann an Anwendungen von diesen Vers von Apostelgeschichte 2,42. Und wenn wir Gaben mitteilen dann, dort ist ein Opfer, was uns was kosten wird. Wird da, das Jeff mit einmal Söhne, die sind so gut auf und sie geben bloß ein klein bisschen von der Überfluss. So fing wir auch, dass Jesus mit einmal sagen wird, hier ist im Tempel und dann checkt er da, was der Angelag wird. Dann sagt er, du wirst fehlen, die Läden fehlen an. Was von der Plus von der Überfluss wir? Da wir noch nichts von ihrer Not dürfen. Na, haltet dann nicht? Na, der Lohn hielt sich so für den Janschen erst sehr wenig. Wenn der Plus vom Überfluss wird aufgeben, dass er nicht von seiner Not dürfen anleiht. Nein, dass er die eine Witwe der Loven wird, einfach plus zwei Schärflein anleiht, was er alles anleihen der zu haben. Es ist vielleicht ein bisschen eine extreme Geschichte, kriegt, aber wie sein die Wahrheit zu werden, würde ich hoffen, der. Also, wenn wir was aufteilen dann, das soll uns was kosten. Entweder oder, na, ich weiß, da sind manchmal so eine Lied, das dort sein, wenn da war, irgendwo eine Klage, das für das oder für dort. Na, da müssen sie verzichten auf ihre eine Gemütlichkeit, sie müssen noch wieder abschieben, vielleicht ihr eine Hüste zu bühren, verschiedenste Dinge. Machen sie abschieben. Und aber das ist nicht bloß, dass wir bloß mit Geld uns das kosten lassen, dass wir irgendwas mitteilen dürfen. Wir können auch unsere Gaben, was immer wir haben, die dürfen wir, die brauchen wir, zum für den Nutzen von anderen Menschen, gerade für die Gemeinde. Wir können Zeit opfern. Und das wird viel tun. Und ihr seht das von dir, wenn die Gemeinde top schaffen wird, das wird du es. Und was schmeckt es, dass wenn die einfach mit Lust und mit Eva durch ihre Zeit haben opfern, sie geben Arbeit haben, sie haben vielleicht nicht die Gabe zum Seher, um Wort Gottes lehren sie wieder, aber sie haben eine sehr schöne Gabe, zum irgendwas, wenn die Gemeinde irgendwas anstellt, vielleicht wenn die Top eine Multi haben, oder was immer das ist. Lass es ein Zeug besorgen sein, Zeug in Ordnung halten, verschiedene andere Dinge. So dass es nicht bloß mitzuteilen an Geld, sondern in der Hinsicht haben, wo immer eine Gemeinde kann, am See in Taub schaffen und wieder an. Die Beständigkeit in der Gemeinschaft, eine Kommunikation. Eine Communication, wo wird geredet, wo wird verteilt, wo gehen wir an mit einer, mit den anderen. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, so wir aber im Licht wandeln, wie im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Also die Gemeinschaft untereinander, die brauchen wir. Das ist ein wichtiger Port von der Gemeinde und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also Gemeinschaft untereinander, was enthält dort? Was hast du mit eingeschlossen? Vielleicht wäre das die Üttischung untereinander, was wir haben. Von was vertrauen wir? Von was spezieren wir? Oh ja, wir haben die Form einer sehr guten Gemeinschaft, in dem sie von der Form Marie vertrauen. Nicht? Na, ist das auch recht? Nein, ich glaube nicht. Und wir brauchen Gemeinschaft auch am Gesang. Dass wir taub singen dann. Und von der ersten Tag sitzt einer dort mit einmal am Westkirchen, wo das Gesang mit einmal die Gemeinschaft am Gesang so allmählich Westen ausgehen wird. Dass sie brauchen einfach hier fern, bloß eine neue Gruppe Menschen, wo das Gesang lernen dann. Und das ist so eine Sorte Gesang, wo sie schlecht mitsingen können. Haben vielleicht bloß ein Screen, wo sie noch dachten, in der wir die wollen Ware holt und Ware holt, bloß zum, dass die nochmal sagen können, mitsingen. Und du sagst bloß immer einzelne Worte tun. Und ich glaube, ganz, das ist ein besonderer Port, ein besonderes Ding im Gesang aus Zeug, wo ein sehr berührt kommt, wenn wir einfach Beke haben in der Zeug mit Leuten der Band,
wenn so eine Leute aus dort, die haben viel mehr, viel deutlichere Gedanken werden, mehr verschiedenste Träumers, als was von der schon da in viele Dollar liberale Kirchen all die aufwort. Und auch die Gemeinschaft im Gebet, dass wir taub als Kirche beten würden, Gruppen merken, wer immer, ob wovon war ich, die Gebetsstunde angestellt wird, die Gebetsgemeinschaft, das spielt euch die geradeste Rolle. Und auch die Gemeinschaft untereinander, das ist einfach eine Taubarbeit, wo wir taub schaffen dann. Und ludet sein, aus der Tüs eine Gruppe ist, oder wo wir irgendwelche Projekte haben und so weiter. Diese Gemeinschaft untereinander, dort bedient auch, im Licht zu wandeln. Wenn ich eine Gemeinschaft habe mit den anderen, dort bedient, ich drehe nicht, was verstärkt nicht mehr, was ich nicht wissen will für die anderen. Ich sehe ob, ich sehe frei. Okay, hier kommen wir dann aber den Punkt, was verstärkt nach Hochmut eine Gemeinde wirken kann, wann dort du erst, und dort wollen wir nicht wissen. Und wir sind ja nicht, wenn wir in Stalt ernst haben, dann sagt wir uns eine Lohr ab für zwei Ursachen. Ein erst, ich will das wer sein, als was ich sehe, oder ich will was verstärken an mir, was ich nicht wissen will. So, das bedeutet, im Licht zu wandeln. Wo frei, wo ob sie ich mit meinem Nächsten? Oder was ist, von was wird euer Hilfe? Warum muss ich denken dann, von was wird in unserer Gemeinde, wenn du bloß gerade in die Jünger tust, denken, was ist da dem Haupt eurer Erholung? Was wird ihr tun? Was ist die Mitteilung? Was ist der Spezier? Was ist die Taubarbeit? Was ist das gemeinsame Gebet? Und so weiter. Durch Herrn's Frauen. Wo sind wir eine Gemeinschaft und danach zu boven an, wo beständig sind wir in dieser Gemeinschaft? Nächste haben wir den dritten Punkt hier. Beständig im Brot brechen. Wessen Moten gehen diese Dinge? Alle taub, die Futen, alle ein und andere nennen, dass es gleich so sei einzelne Dinge sein, was eine Gemeinde tut sein, wenn wir kennen, mehr gleich bloß ein tun und andere nicht. Das wird ganz taub. Aber hier habe ich ein Vers, der sagt, Lukas 24, 35, und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, an dem, da er das Brot brach. Wie weit in Jesus hat, vielmal, wie fängt das mal an? Wenn er irgendwo mit den Jüngern taub wird, dann dankt er einem Brückheil und Brot. Er hat sich ein Weg, wo er das deut. Und wenn man einmal nur hier, nur Jesus in der Verstehung, was er mit diesen Armen Jüngern taub wird, dann man einmal erkennt diese Arme und dort, wo er das Brot brechen deut. Also, so wie ein besonderer Weg haben, wo wir das Brot brechen deut, was kommt alles durch uns? Bei das nächste Vers hier, Apostelgeschichte 2, Vers 40, du lest, was es steht. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern. So, das lässt sich hier vernehmen, das nicht unbedingt gewahrst, dass das bloß um das Uwemol ging. So. Ich glaube, hier wird eine Gemeinschaft um das. Einfach als Gemeinde hier in Dor, sie fuhren am sich, spazieren, besachten sich und sie hatten taub Multin. Dort haben wir hier Wassermuten rücknehmen, sie es dort. In der Konig sein, wenn ich an denken, da, so groß ist die Gemeinde, die wir, das sagt, Anfang der mit 3000 Säulen, in die Haare, die da nach der Tau, alle Tag. Also, was wurde die Antwort aufgegeben, wenn sie nun aus 5000 Gemeindeglieder wollen in Uwe haben? Und dann, der Brot in Wien, uteilen in die Fußwaschung zu haben, was würde dann auf die, was würde dann auf die, wer weiß wie lange, ne? So, ich glaube auch, das kann ich meinen, dass sie in kleineren Gruppen in dieser Idee haben, einfach den Ofenmol geflecht, Jesus steht. Dort, glaube ich, kommt die auch drüber, aber jetzt, wir wollen nicht jetzt ganz taub mit dem Brot brechen, was die Bibel von lehren lehrt. Also, ein wir krieg gemeinsame Multiden haben, sei wie das ist ein praktisches Ding, ich glaube, eine gute Dash-Gemeinschaft, das waren, wenn wir taub eten, da, und da hat man einmal eins, wo was aufmerken wird, dass wir uns später über den und erholen können. Und das kann ich bedienen, dass einfach bloß krank das Dankgebet ist, was für ein Eten. Einfach das Brot brechen. Das ist Jesus, das dann deutet, wo es arm und erkannten. Er dankt und er brückt das Brot. Ich weiß von einer Erfahrung, was wir mögen, nur im letzten Sommer, wie wir stets bei einer Familie zu einem Multit,
Freund, was wir da getroffen haben. Und was uns interessant wie da, was wir erst gedankt haben am Dach, dann das ganz erste war ein schief Brautraum, die regten jeder einen einem schnell Braut. Na, wie wir das nicht waren, als wir da fragen, wir wissen nicht. Na, wollen wir nicht mal alle einen schnell Braut abeten? Weil wir wieder gehen, wir immer eten. Was dürfen wir noch mal eten am Dach? Als ja. Wir am besten fragen, eine Sorte dann betrachtet, ein Lüd, was checkt mit, was für eine andere da und da. Wenn der andere Fuß hat ein Brot nicht gebeten, dann weiß ich, dass er auch ein betrachtet ist dort. Aber falls sich ein klein bisschen fragt. Und aber, ja, ich glaube, wir gehen da weg von der Gemeinschaft anfangen am Dach. Und auch, was das Brotbrechen lernen wird, das ist gerade das gemeinsame Abendmahl. Und auch fangen wir, dass das Brot in Wien mit angeschlossen wird. Und das bei vielen Gemeinden, ich weiß auch nicht, was viele Gemeinden soll sein. Es sind noch Gemeinden, die öffnen diese Fußwaschung auch noch, dass sie ab der Salz gelegen hat, ab dem Obermahl noch die Fußwaschung haben. Wir warten von der Meiste, die da in das Port kriegt auch nicht mehr. Dann eine Frau. Wofür ist Beständigkeit in diesem Ding? Wann wir beständig sind in diesem Ding, wofür ist das dann? Wofür sollen wir das tun? Wir werden kurz sehen, wie einer, er trinkt ganz regelmäßig Kaffee. Dass wir alle 10 Jahre ein Kaffee fallen. Ist das beständig? Na, eine Wache. Deswegen ist es regelmäßig, vielleicht, ich weiß nicht, ist es beständig. Ich glaube, beständig wird Pferdner sein, dass alle 10 Jahre einmal. Aber regelmäßig wird das sein. Da wie das Ding, regelmäßig, da wird er beständig. Vielleicht können wir uns dann vielleicht früher. Das nächste, beständig im Gebet. Was bedeutet, man sei beständig während im Gebet? Und dann haben wir, weil ich ein Klimas erklären, erstens, was das Gebet enthalten wird, ganz kurz. Wir haben ein Vers von 1. Timotheus 2, Vers 1, der sagt, das ist das. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen für alle Menschen. Also hier sollen wir ab vier verschiedene Wege, wo ein Gebet jetzt zu tun und was uns hier gelehrt wird, was ein Gebet enthalten soll. Also ein Gebet soll Bitte, das meint einfach dass wir für uns selbst unsere eigenen Nöte und Bedürfnisse beten dürfen. Gebet. Na, was ist das anders? Ich habe mich hier hastig so. Ist das anders als für uns selbst beten oder für andere? Aber vielleicht einfach die Anrede zu Gott. Wo redet wie Gott an im Gebet? Er hat Fürbitte für andere zu beten. Und Danksagen. Hier sind vier verschiedene Wege, was uns Gebet enthalten soll. Und wo beständig sind wir im Gebet als Gemeinde in diesem Ding oder auch persönlich? Und dann werde ich ein klein bisschen eine Beleuchtung geben, Eva, dass Gebet und Anbeten, die haben in der Bibel noch eine verschiedene Bedeutung. Erstens, Anbeten würde wir können sagen, dass bedeutet, ich da jemand die größte und höchste Anerkennung geben. Würde das nicht stimmen, so ist das, wenn das irgendwo jemand einmal anders denkt, sachwärlich. Und wenn ich irgendwann anbeten darf, weil wir nur bloß mal denken, und wenn ich den Wahrhaftigen Gott anbete, dann tue ich am Anerkennung aus der Hechsten die Gratzte, ja? Und wenn nur andere Dinge nehmen, von der ersten Tag, der uns noch nicht veraufgehört hat, knallen in der Anbeten ist, wie fing das im Alten Testament zu tun wird. Aber was von der ersten Tag ein Trouble ist, man Christen, die Gratzte auf Gott, was ein Christ von der geneigt ist, anzubeten, das sind ihn nicht ich. Okay, wenn ich anbeten darf, dann gebe ich mir nicht die größte und höchste Anerkennung, nicht so? Was immer ich die größte und höchste Anerkennung gebe, dort ist dort, wo ich anbeten darf. Und das englische Wort für anbeten fangen wir Worship. Na, wir wollen in der Luther noch abkommen, das verschiedene wieder. Und was mich interessieren dort, was ich einen Kommentar von Adam Clark, das heißt, beschrieben dort, was Anbetung oder Worship, was in Wirklichkeit ist. A man worships God in spirit when under the influence of the Holy Ghost. He brings all his affections, appetites, and desires to the throne of God. And he worships him in truth when every purpose and passion of his heart
And when every act of his religious worship is guided and regulated by the word of God. So Jesus steht hier lehren, du mal um, du bist die Samaritische Frau, seht ihr hier, dass du wird eine Zeit kommen, die wir nun all, dass sie nicht mehr würden ab dem Bäuch anbeten und nicht in Jerusalem, sondern die Menschen würden Gott am Gest in einer Wahrheit anbeten. Und ich habe einmal gefragt, gewundert, was bedeutet in Wirklichkeit Gott am Gest in einer Wahrheit anbeten? Besonders an den Tag, wenn wir von der ersten Tag viele Leute, die glauben, sie möchten ein Worship-Team haben, was die Fern singt und spielt und vielleicht zu boven an noch sehr laut und mit all den Lichtern und meistens die Hubs und die Regeln, alles und so. Dort nennen sie ein Worship. Und ist dort, was die Bibel lehrt, was Worship ist? Ist dort Anbetung? Oder wem wurde dann angebet? Hier sagt Adam Clark, wann Mensch Gott am Gest anbeten wird, dann ist er beeinflusst von dem Heiligen Gest. Na, wann wir nun würden den Weg glauben, dort sind Worship, von wem sie echt beeinflusst? Erstens, wenn Musik sehr lautstark ist, dann ist das, das uns beeinflussen. Ich glaube, dort überwältigt den Einfluss vom Heiligen Gest. Und dann bringt er all seine Geneigtheiten, seine Leib, seinen Hunger, seine Verlangen nur um Thron Gottes. Ab wovon war ich da wie anbeten? Als Worship überhaupt in öffentliche Dinge zu tun, ist dort für eine Gruppe Menschen, Frau Amida. Als dort Worship. Und dann sagt er hier, und ihr betet ihm eine Wahrheit an, und wie Gott eine Wahrheit anbeten, dann bringen wir jeder Purpose, also ans Drief und unsere Leidenschaft von ans Hort. Und wenn jeder Act, jeder Tod von sein religious worship, von der religiösen Anbetung, angelehrt und regiert wird vom Wort Gottes. Dort ist Arm und Wahrheit anbeten, wenn das Wort Gottes uns anleiten wird eine Anbetung. So betet die Gemeinde Gott am Gest an, wenn da plus wie die Neigungen, the tendencies of the church, wann wir da nur gehen down, wenn wir an die Kirche nur üt ist, wie die gehen dort nur. Er betet an die Kirche, ist es Adam Clark sein der. Es ist der Appetit von unserer Gemeinde. Worte vom Heiligen Geist getrieben, Worte vom Wahrheit, vom Wort Gottes getrieben, als dort die Anbetung von unserer Kirche hat. Sind die Wünsche und Verlangen von unserer Kirche, Gott am Geist in eine Wahrheit anzubeten. So sind diese Dinge, unsere Neigungen, was wir würden gleichen zu tun, unser Hunger, unsere Wünsche und unsere Verlangen, sind vom Heiligen Geist beeinflusst, in Worten, die vor dem Thron Gottes gebracht. Bete die Gemeinde Gott eine Wahrheit an, ihr wollt erst das vernehmen. Was ist die Leidenschaft? Was ist die Passion of the Church? Oder was ist der Akt von der Anbetung? Das ist als Seiende, das finde ich schon da, es ist viele Gemeinden glauben, dass eine Anbetung ist, ein Worship, was das ist. Wo tun wir dort? Lass uns bloß mal prüfen. Gott, nun werden wir bloß nicht kicken nach der sichtbare liberale Action von Worship. Wir werden bloß mal denken, du wie, es ist wieder tun, du wie das reich. Wenn wir dir nun vielleicht bloß an der Bank setzen, wie neigen das Haupt und Gebet, es dort eine wahre Anbetung. Er soll wie knallen, er soll wie stehen, er nach anders, er, ja, wo tun wir dort? Wo ist unsere Anbetung, ist die Wahrheit? Oder auch, ja, der konservative Stil von Anbetung. Ist dort die Wahrheit, eine Wahrheit in einem Geist in der Anbetung. Oder der liberale Stil. Ist dort eine Anbetung am Geist in der Wahrheit. Wir werden klimmäßig kicken, was wie die Anbetung am Neuen Testament. Und Luther war ein klimmäßig Wort falsch bekicken von der Anbetung am Alten Testament. Und Matthäus 2, Vers 2,
da fangen wir das erste Mal das Wort anzubeten. Da wird das, wo Jesus geboren wird, in der das gefragt wird, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Na, was hat wie gesagt, was wir eine Anbetung? Dass wir jemand die höchste Anerkennung zu geben. Das wird diese Weisen wollen. Dann sagt Jesus einmal noch, als er in der Hungerholung wie mit der Samaritischen Frau, sagt er zu der Art, wie weit Gott wird die anbeten? Wie weit, Jesus meint die Juden, wie weit wird wir anbeten? Willst du das Herzchen von den Juden? Anbeten. Something, die höchste Anerkennung geben. Also das haben das falsch, wo das Wort anbeten im Neuen Testament verkündet. So, wie weit die Samariter, die hielten sich an die fünf Bücher Mose. Sie achten die Propheten nicht. Und sie beten andere Götter an. Ihre Anbetung, du sagst Jesus, wie weit Gott wird die anbeten da? Wie weit? Jaftet von der eine Gemeinde in Menschen, wird sich an einen Port, er hat bloß an die Wasser falsch holen, und meinen, sie beten den wahren Gott an? Die Samariter, sie haben Wasserport von dem wahrhaftigen Gott, haben sie mitgekriegt. Sie möchten da was, kriegst du sie ein Mischvolk werden, sie möchten sie eine Mischung von Anbetung. Dass wir gleich, dass sie bloß auf Jada denken, du wirst noch Wasser von der Anerkennung von dem wahrhaftigen Gott, denke ich wieder auch. Erst dort mit einmal ein Ding, was wir von dir tun, dass wir wissen, Ding, ja, wir würden wie sein, Gott ist das Gerätste, Gott ist König, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, und aber wir beten Wort an. Vielleicht uns Geld, vielleicht uns Eck, was immer. Wird Jesus auf einmal von der unsere Gemeindeglieder sein, die weiten Gott, was die anbeten? Wird wir mit einmal seine Dinge fangen sein, die weiten bis Gott, was die tun? Jaftet von der Gemeindeglieder, wo die andere Jata dein in sie meinen, sie stehen nach ganz abrechtig eine Gemeinde. Wann du sonst das? Dann frage ich mich. Hast du wohl was missing gewas von den Grundlehren in der Bibel wie uns? Hast du was gefehlt an der Gemeinschaft? Hast du an dem Brotbrechen was gefehlt? Dann was würde es liegen? Wenn Gemeindeglieder mit einem würden geneigt sind, andere Jahre zu tun. Wir haben klingt besser, was bedient Anbetung im Alten Testament? Du hast ein bisschen eine andere Bedienung, ein bisschen eine andere Wahl. 1. Mose 18,2. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und da sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seiner Hütte und bückte, also ich habe das Wort Schaka, sich nieder auf die Erde. Im Alten Testament, du wartet für das Wort Anbetung, du wartet das Wort Schaka gebraucht. Im Neuen Testament, du sind ein paar andere Wörter vielleicht, ich rufe es nicht rein. Aber das Wort für Anbetung, was eine deutsche Bibel all im Olle und im Neuen Testament bestehen aus Anbetung gebraucht wird, dort ist im Griechischen verschiedenste Wörter. Und hier ist das Wort Hebektiktol. Also die Anbetung, dort wie ein Rauflohn, sich ein Dol bein. 1. Mose 22,5 und wenn wir angebetet, so dürfen wir dasselbe Wort Schaka haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Hier wir Abraham aus Heselgun Isaac opfern, da seht ihr das, sagt er, wenn wir ungebet haben. Dann hieß es, aber dasselbe Wort aus Verdulbeck, was in den Ferien falsch wäre. In der Geschichte von Josef, da weit wir, wo er sein wird, dort am hat geträumt, dass die Gaven würden sich Dulbecken verarmen. Du hast wahr für dasselbe Wort, wo die Gaven sich beiden deuten. Dasselbe Wort Schaka. So dass Anbetung im Alten Testament, dort wir ein Rauflohen, eine Neigung in sich beten. Und hier haben wir in diesem Fall haben wir die Bet. Neigte und bückte. So hier, ich denke, das ist die englische King James Version, die sagt, dass hier einfach für diese Vera fell flat on his face.
Ich habe es einfach platt an die Sache. Aber das ist selbe Wort, Schakai gebracht, für die Anbetung. Als Biliam den Herrn mit einmal erkannt, ab dem Weich mit einem coolen Schwert. Sei wieder vielleicht wisset, je wieder wie den Herrn erkannt, je wieder wie Gott erkannt, je wieder, wo wir uns becken fahren, je geratere Anerkennung, wo wir ihm geben. Und die Wieder für Schakar am King James Version, dort sind die englische Wieder, erstens Obeisance, wo eine Ehrerbietung bedienen wird. Und dann haben wir das Wort Baud, Beidzig, Dol, Neidzig, Dol becken, in Worship. Das Wort Worship kommt in der King James Bibel auch versetzt, was auch für das Wort Schaka die Anbetung ist. In den 166. Vers im Alten Testament fing wir diesen Ausdruck mit dieser Meinung von Schaka, von der Anbetung. Dann frage ich mich, ist unsere Anbetung haftig geändert im Neuen Testament, dort man einmal ist, dort eine Anbetung, dort ist, in seiner Hänge abheben, seiner Lüd sein, als dort, so sich geändert hat im Alten Testament, die Anbetung. Als dort, so es soll sein, in den Gemeinden von der, wir werden die noch lange nicht alle, aber die sind Fehlsinn ist dort. Noch einmal, zuletzt, diesen Pfarrer war erholen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.